Schnurrle, Bastelzeit. Und heute gucken wir mal auf ein Projekt, was irgendwie schon länger hier rumliegt und immer mal wieder so ein bisschen erweitert wird, aber irgendwie auch nie fertig wird. Und zwar die guten alten Rauchmelder. Ja, wer die vorherigen Videos nicht gesehen hat, kurze Zusammenfassung. Mir geht es darum, ein paar Rauchmelder zu holen und die smart zu machen. Also man könnte jetzt natürlich marketingtechnisch sagen, ja, das gibt jetzt ein cloudbasiertes Smart-System. Nein, lassen wir das. Mir geht es um zwei Punkte. Nummer eins, die Dinger sollen mit einem Akku laufen. Und Nummer zwei, die Dinger sollen Netzwerk haben. Für zwei Sachen. Zum einen, da wo die Rauchmelder hängen, da ist normal keiner. Das heißt, wenn der da rumpiept, das merkt eh keiner. Das Ding soll also zu einer Zentrale kommunizieren und im Alarmfall mir dann eine Nachricht geben, sodass ich da nachgucken kann, ob was ist oder nicht. Und Nummer zwei, er soll entsprechend den Batteriestand regelmäßig melden, sodass ich nicht das Problem habe, was jetzt häufiger mal auftritt. Da hängt ein Rauchmelder, ja. Die Batterie ist leer und ja, mit etwas Glück fällt es dann irgendwann mal auf. Ihr wisst ja, wöchentlich testen oder wie war das? Macht ja bestimmt jeder von euch. Und die Nachbarn finden das auch immer ganz toll. Gut, ich hatte dafür damals hier so ein schönes Board gemacht. Also schön ist relativ. Jedenfalls ist hier ein Board drin. Das hat die Signale vom Rauchmelder entgegengenommen. Und entsprechend über ein NRF24L01, das ist so ein Funkmodul, das sitzt hier drin, weitergeleitet. Als kleinen Bonus habe ich noch ein DS18B20 hier verbaut. Das ist ein Temperatursensor, das heißt also, der Rauchmelder reagiert jetzt nicht nur auf Rauch, sondern auch bei Temperaturerhöhung kann der entsprechend Alarm schlagen. Dieses Modell hatte ich damals hier gezeigt, dieses Board, und das hatte zwei Probleme, sage ich mal. Nummer eins, der Formfaktor ist nicht ganz so schön. Das Funkmodul geht hier irgendwie zur Seite. Das passt alles nicht so dolle. Und Nummer zwei, ich hatte irgendwie einen relativ hohen Standby-Verbrauch, was jetzt schlecht ist, wenn man mit Akku arbeitet. Ja, ich habe es relativ schnell damals gefunden. Das Design basierte auf einem vorherigen Design und das basiert auf einem vorherigen Design. Und ja, irgendwo dazwischen drin habe ich nicht berücksichtigt, dass ganz am Anfang das Ding halt nicht für Akku gedacht war, sondern für stationären Betrieb. Und eine von den LEDs im Optokoppler, die war ständig am Leuchten. Das hatte ich damals aus einem guten Grund gemacht, denn wenn Optokoppler kaputt geht, geht die LED aus, löst der Alarm aus. Das heißt also, wir haben eine zusätzliche Sicherheit, aber bei Akkubetrieb ist das sehr, sehr schlecht. Das ist nämlich irgendwie ein Vielfaches, was wir an Batterieleistung verlieren und entsprechend sollte das dann schon irgendwie weg. Ja, prinzipiell hat es aber funktioniert, deswegen waren die auch schon so im Einsatz und ich hatte nicht ganz so viel Druck, das neu zu machen. Entsprechend hat es etwas gedauert, aber rausgekommen ist dann die Revision 3 oder in dem Fall hier 3.1. Und ja, damit habe ich ein bisschen rumgetestet, habe noch ein paar Sachen optimiert und dann kam die 3.2 und um die wollen wir uns dann heute kümmern. Zumindest mehr oder weniger. Ich habe das Board fertigen lassen, sieht dann hier so aus, in schönem Brandrot. Wie man sieht, ich habe hier 6 Stück in dem Fall auf so ein Panel gemacht. Einfach Slots rein und die Mitte muss ich mir dann selber rausschneiden. Vorteil, selber Preis, aber ich kriege die 6-fache Anzahl an Boards. Das macht eventuell so ein bisschen was aus. Was ich gemacht habe, ist zum einen das Modul ein bisschen umgebaut. Der Funk geht jetzt längs, das heißt, das Ganze sollte hier ins Batteriefach reinpassen, wie wir sehen. Außerdem, ihr seht es schon, da ist jede Menge Hühnerfutter drauf. Die Optokoppler sind verschwunden, das ist jetzt alles Transistorlogik und SMD und alles ist auf der Oberseite. Auf der Unterseite haben wir nur Testpunkte und dann am Schluss die beiden Verbinder und die Kabel zum Rauchmelder. Und das hat einen großen Vorteil, die lassen sich dann nämlich mit SMD relativ einfach bestücken. Ihr habt ja schon gesehen, wie ich SMD bisher mache oder meistens mache, nämlich SMD-Komponenten drauf und dann Lötkolben, Lötzinn und nach dann alles festlöten. Das ist aber eine Methode, die spätestens dann, wenn viele Komponenten wie hier verbaut sind, nicht mehr ganz so effizient ist und deswegen gucken wir uns dann heute mal eine Alternative an, wie man sowas zusammenbauen kann. Die Magie für den Zusammenbau, die nennt sich Stencil, das sieht hier so aus, ist ein dünnes Blech aus Stahl
Und da ist für jedes Lötpad, wo ein SMD-Bauteil ist, ein kleines Loch reingeschnitten auf Höhe des Lötpads. Diese Stencils, die kann man üblicherweise direkt mit seinen PCBs bestellen. Also die meisten Hersteller, die für euch PCBs fertigen, die bieten auch Stencils an. Je nachdem unterschiedlicher Preis. Günstig sind sie nicht, aber wenn man größere Anzahlen macht von Boards, dann kann das durchaus helfen, so etwas zu haben. Nun kann man mit Stahl aber schlecht löten, entsprechend braucht man natürlich noch Lötzinn. In dem Fall hier ist es nicht das klassische Lötzinn, was wir kennen, was auf so einer Rolle drauf ist und hart ist, sondern eine sogenannte Lötpaste. Die gibt es auch entsprechend da, wo es Lötzinn gibt, zu kaufen. Das im Prinzip sind das kleine Kügelchen aus Lötzinn, die in einer Flüssigkeit drin sind. Oder ja, Flüssigkeit ist es weniger, ist mehr so ein Gel. Das Gel ist ungefähr dasselbe wie das Flussmittel, was ihr eventuell vom Löten her auch kennt. Diese Lötpaste, die gibt es dann in verschiedenen Qualitäten. Für so Hobbylöten ist in den meisten Fällen die Billigpaste ausreichend. Die teureren, die haben dann meistens eine bessere Flusseigenschaft oder zum Beispiel die Lötkügelchen sind kleiner, sodass sie auch in kleinere Löcher reinkommen. Wichtig bei der Lötpaste, die hat ein Haltbarkeitsdatum. Das heißt also, die lässt sich nicht ewig aufbewahren, was bei Lötzinn üblicherweise geht. Und sie sollte kühl gelagert werden. Üblicherweise sagt man im Kühlschrank. Es ist allerdings zu empfehlen, vielleicht jetzt nicht gerade den Kühlschrank zu nehmen, in dem ihr auch eure Lebensmittel aufbewahrt. Praktisch ist im Übrigen die Lebensdauer, die aufgedruckt ist, auch so eine Art Mindesthaltbarkeitsdatum. Mit der Zeit geht halt das Flussmittel raus, es wird zähflüssiger. Ihr könnt es aber in vielen Fällen trotzdem noch benutzen, eventuell ein bisschen warm machen. Oder was man machen kann, ist nochmal neues Flussmittel, was man einzeln hat, da reinrühren und so das Ganze wieder flüssig kriegen. Das heißt also, man muss jetzt nicht unbedingt direkt die ganze Packung wegwerfen, nur weil das Datum erreicht ist. So, wir brauchen natürlich am Ende nur eine Platine. Was aber ganz gut ist, ist, wenn wir außenrum uns was bauen, sodass wir da überall auf derselben Höhe sind, sodass sich da unser Stencil am Schluss nicht durchbiegt. Deswegen mache ich hier die einfach so außenrum hinlegen, dass wir da eine Auflagefläche haben. Und die Platinen sind ja alle gleich hoch, entsprechend unterfüttert das so ein bisschen. Die klebe ich dann gleich noch ein bisschen fest, weil ihr seht, das rutscht momentan noch hin und her, wo es will. Das brauchen wir natürlich nicht am Schluss. Am Schluss soll das möglichst genau da liegen. Und dann packen wir uns gleich mal unser Stencil hier, packen das aus und wir haben hier an dieser Stelle ja, hatte ich mir das vorbereitet. Ich klebe das daneben ein bisschen ab und dann gucken wir mal, ob wir da mit dem Stencil tatsächlich weiterkommen. Und da gerade noch zur Erklärung, normalerweise hat man ein Stencil, was zur Platine passt, wo dann auch nur die eine Platine drauf ist. Ich bin hier wegen den Fertigungs- und Portokosten hingegangen und habe von mehreren Platinen die Designs auf ein Stencil gemacht. Da ich die nur selten brauche, ist das für mich so einfacher. Was auch noch wichtig ist, es gibt auch professionelle Halter, wo man die Stencil einspannen kann. Dann verbiegen die sich nicht so, man kann besser auf- und zuklappen und so weiter. Die sind aber relativ groß, relativ teuer. Und wenn man nicht gerade riesige Serien fertigen möchte, dann geht es auch ganz gut ohne. So, ich habe das hier so schon mal aufgebaut. Das ist jetzt extra so gemacht, dass man hier von unten die Platine holen kann und so da reinmachen kann. Und die sollte dann Pi mal Daumen immer am selben Platz landen. Auch wenn ich dann jetzt dann gleich die nächste hole und die noch mit Pasta versorgen möchte oder ähnlichem. Ja, jetzt müssen wir noch das Stencil natürlich da drauf machen. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter, weil das relativ groß ist. Wie gesagt, ich habe hier verschiedene Platinen auf einem Stencil. Und was wir hier halt machen müssen, ist zum einen das flach hinlegen. Da muss ich gleich mal gucken, dass ich hier die Reste vom Klebeband noch ein bisschen entferne. Und was wir machen müssen, ist hier genau zielen, sodass wir genau übereinander kommen. Und ja, so zum Beispiel würde das dann grob funktionieren, wenn wir alle Pins finden. Und wenn ich das ganze Stencil dann auch noch richtig rumhalte, funktioniert das wahrscheinlich sogar deutlich besser. Ja, und wenn wir jetzt hier gucken, ich weiß nicht, ob es auf der Kamera rüberkommt, aber hier sind wir jetzt überall an den richtigen Stellen und können genau die Pads sehen. Und so soll das sein. Was man natürlich beachten muss, das Ganze muss sauber sein. Das heißt also, gehen wir gerade nochmal mit ein bisschen Reinigungsalkohol drüber. So, und wenn alles gut funktioniert hat, jo, wir sehen Pi mal Daumen wieder da, wo wir hingehören. Sehr schön. So, und ich habe sogar noch ältere Paste gefunden. Und ich mache jetzt einfach mal da von hier oben was hin. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich brauche. Das ist das erste Mal, dass ich mit sowas arbeite. Und normalerweise sagt man, dass man mit einmal drüber streichen das Ganze hinbekommen soll.
Ich fürchte, das wird nichts. Wenn man nämlich mehrmals drüber geht, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man da Dinge nicht mehr ganz gerade bekommt. Ich habe hier einfach so eine weiße Karte. Das ist irgendeine alte Airfit-Karte oder so, die ich mir mal geholt habe. Gibt auch spezielle dafür. Was man macht, ist hier so schräg und dann das Ganze drüber ziehen. Wenn man das richtig macht, dann sollte theoretisch jetzt überall Lötzinn sein. Nee, so ganz hat das wohl nicht funktioniert. Aber schauen wir mal, was der erste Versuch so gebracht hat. Und ich meine, es ist was Lötzinn da, aber nicht da, wo ich es hinhaben wollte. Also wischen wir das mal weg und probieren das Ganze nochmal. So gibt er jedenfalls nichts mit Löten. Ich meine, hier am Prozessor, wenn wir hier gucken, das sieht schon soweit ganz gut aus. Das hätte funktioniert. Ist zwar ein bisschen abgedriftet, aber das ist okay. Das zieht sich wieder richtig hin. Aber wir haben hier zum Beispiel gar nichts. Hier oben nichts. Haben hier in der ganzen Sektion nichts bekommen. Hier unten, das geht wieder alles. Also ich würde sagen, es ist schon nicht der schlechteste Versuch fürs erste Mal. Aber das probieren wir jetzt nochmal. Wie gesagt... So. Okay, nächster Versuch. Und tja, das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus von oben. Und zwar rechts ziemlich viel rumhängen, aber ich sehe nichts, was nicht bedacht wurde an Pins. Also machen wir mal das Ding hier weg. Und kurzer Blick unter dem Mikroskop. Das sieht sehr schön aus. Ja, überall klebt Lötpaste. Das ist gut. Dann machen wir das mal raus. So, unter Mikroskop jetzt ein bisschen freier und dann suche ich mir mal meine ganzen Komponenten und fange mal an, das Ganze hier entsprechend zu bestücken. Danach, na, mal gucken, ob man ja, ich denke, ich mache den hier mal mit Heißluft, wenn das funktioniert, mal gucken. So, alle Komponenten drauf. Dauert natürlich ein bisschen was, deswegen gibt es in der Industrie halt Pick-and-Place-Maschinen. Und ich habe ja eben schon gesagt, hier das erste Board werde ich jetzt mit Heißluft machen. Dazu nutze ich hier einfach so eine Heißluft-Lötstation, hatte ich auch mal gezeigt. Die kosten nicht mehr ganz so viel, die günstigen, und tun ihren Job. Und ich gehe einfach in kreisenden Bewegungen von weit entfernt immer näher ran, bis dass ich entsprechend sehe, dass die Lötpaste schmilzt. Durch die Oberflächenspannung ziehen sich die Bauteile auch so ein bisschen in richtige Position. Und wenn das Board gut gemacht ist, sollte das eigentlich komplett fehlerfrei rauskommen. Das heißt, keine Lötbrücken, keine Probleme mit dem Kontakt. Dafür haben wir ja extra das Stencil benutzt. Denn durch die Lochgröße und die Dicke vom Stencil sollte eigentlich überall die richtige Menge an Lötpaste nur noch übrig geblieben sein. Wie man hier sieht, einer der Kondensatoren, der hat sich ein bisschen gedreht. Das kann bei hier so einem manuellen Löten schon mal vorkommen. Der war wahrscheinlich nicht tief genug reingedrückt in die Lötpaste und die Heißluftstation ein bisschen viel Luft eingestellt. Muss man dann im Zweifelsfall einmal kurz zurückschubsen, dann geht aber auch das. Was noch fehlt, ist alles, was durchkontaktiert ist. Das heißt in meinem Fall diese beiden Buchsenleisten, die einerseits fürs Funkmodul und andererseits für die Programmierung da sind. Die gehen natürlich nicht mit Stencil oder ähnlichem. Die muss man dann nach wie vor danach per Hand dran löten. Meistens ist es aber ja nur ein relativ kleiner Prozentsatz von denen, was man löten muss. Von daher macht man die dann halt gerade per Hand. Bei der industriellen Herstellung, da würde man dann entweder Wave Soldering nutzen, wo man also das Ganze durch ein Lötbad fahren lässt, extra für diese Bauteile. Oder man geht direkt hin und versucht, alles, was irgendwie Through-Hole ist, da zu vermeiden. Es gibt ja zum Beispiel diese Buchsenleisten auch als SMD-Ausführung.
Okay, also dafür, dass es sich um uralte Lötpaste handelt, die definitiv nicht mehr gut war, würde ich sagen, ist das akzeptabel. Ich meine, es ist überschaubar. Die kleinste Größe, die hier drauf ist, das ist aus 603 bei den Kondensatoren. Der Rest ist großteils 0805. Also alles nicht sonderlich anspruchsvoll. Ja, ob es Zeit gespart hat, ich denke schon. Spätestens dann, wenn man mehrere davon lötet, dürfte sich das bemerkbar machen. Ach, und nach Gebrauch bitte Stencil und alles andere wieder reinigen. Vor allen Dingen die Löcher, die muss man ein bisschen gucken, dass die sich nicht zusetzen. Und ja, das hier ist eventuell nicht ganz so gut. Besser ist es, irgendwas Flusenfreies zu verwenden. Aber bei der Größe hier ist das nicht ganz so tragisch. Dann ist das auch fürs nächste Mal wieder einsatzfähig. Und da fehlt ja noch was. 18B20 klingt gut. Dann haben wir auch unseren schönen Temperaturfühler. So wie das geplant war. So, einer fertig, aber wie schon gesagt, hier das Heißluft, das ist jetzt nicht unbedingt das, was man machen möchte, wenn es um größere Stückzahlen geht. Deswegen bin ich hingegangen und habe mir noch ein paar von denen fertig gemacht, das heißt noch ein paar Platinen mit dem Stencil und Lötpaste versorgt. Dann habe ich das Ganze nach und nach bestückt. Die drei Platinen waren es in dem Fall, habe ich mir dann geholt und habe sie in dem Fall hier in den Ofen reingesteckt. Wie gesagt, bitte nicht den Ofen von zu Hause. Am besten ist natürlich ein passender Lötofen. Das hier ist jetzt einfach ein Toasterofen. Pi mal Daumen passt das auch noch. Und so kann man dann mehrere Boards auf einmal entsprechend löten. Und vor allen Dingen, wenn man die Dinger irgendwie programmierbar hat, dann muss man da auch nicht selber dabei sitzen und aufpassen. Man stellt es halt ein und am Schluss kommt das fertige Board raus. Ja, insgesamt ist dieser Haufen hier rausgekommen an geläuteten Platinen. Ich habe noch ein paar, die noch nicht bestückt sind. Muss ich mal gucken, ob ich die auch noch fertig mache. Erstmal jetzt weiter testen. Von diesen Platinen hier ist lediglich eine einzige, wo ich nachträglich nochmal Hand anlegen musste. Da war eine Lötbrücke am Prozessor und irgendwie ein Pin nicht richtig verlötet. War allerdings auch ein Board, wo mir das Stencil ein bisschen verrutscht war. Das heißt, also die Lötpaste war nicht so ideal aufgetragen. Alle anderen sind direkt beim ersten Versuch richtig rausgekommen und ja, ich würde mal sagen, das ist auf jeden Fall eine große Zeitersparnis. Und so sieht das Ganze dann fertig aus. Wir haben das Funkmodul, das sitzt hier dann oben drauf. Die Antenne guckt, wie wir sehen, über das Board hinaus. Das heißt, da ist auch nichts, was da behindert. Und wenn wir programmieren wollen, dann muss man das Funkmodul abmachen. Ist absichtlich so. Der AVR, der läuft nämlich mit 5 Volt oder bis zu 5 Volt. Das Funkmodul kann nur 3,3 Volt. Viele Programmer machen 5 Volt, deswegen zur Sicherheit. Den muss man abziehen. Besteht keine Gefahr, dass hier aus Versehen 5 Volt draufkommt. Und ich habe das hier mit dem 6-Pin-Header gemacht. Mein Programmiergerät hat einen 6-Pin-Header. Das heißt, ich kann einfach das Programmiergerät hier draufstecken. Und dann können wir das auch, wenn ich treffe, so, jetzt aber, direkt hier so programmieren, in PC stecken, neue Firmware draufspielen und gucken. Und ich habe natürlich auch mal ein kleines Software drauf gemacht, einfach nur um zu gucken, dass die Boards wirklich funktionieren. Und wie wir hier sehen, er blinkt fleißig vor sich hin. In dem Fall eine 2 und eine, ich glaube eine 8 müsste es gewesen sein. 28 Grad ist vom Temperatursensor jetzt der aktuelle Wert. Kann gut sein, ich hatte nebendran mit der Heißluft rumhantiert. Wird noch ein bisschen warm sein in der Ecke. Aber wie wir sehen, das Board selber scheint zu funktionieren. Es blinkt fleißig vor sich hin. Funk muss ich noch probieren, aber viele von den Pins sind auch gleichzeitig zum Programmieren, also die Chance ist relativ gut, dass auch da kein Fehler drin ist. Und es war auf jeden Fall eine ziemliche Zeitersparnis, das Ganze mit hier so einem Stencil zu machen. Kostet natürlich ein paar Euro mehr, die man nochmal extra bezahlen muss, aber die Platinen sind inzwischen so günstig geworden. Wenn man da größere Anzahlen macht, also mehr als so 2, 3 und vor allen Dingen, wenn viele Sachen drauf sind, dann kann es einen doch durchaus eine Menge Nerven beim Löten sparen. Und ja, wie man gesehen hat, es ist auch zu Hause machbar mit einfachsten Mitteln, einfach eine alte Kreditkarte oder sowas. Man braucht nicht unbedingt dieses Framework, man braucht nicht unbedingt eine spezielle Maschine, um die Lötpaste drauf zu machen. Das geht auch alles mit Hausmittelchen relativ gut, zumindest wenn es nicht zu klein wird. Also 0603 ist okay, 0402 habe ich auch mal probiert, das ging auch noch so weit. Wenn es kleiner wird, dann wird es da schon problematischer, aber das ist wahrscheinlich auch etwas, was die meisten nicht löten werden, so mal nebenbei. Wie auch immer, ich habe jetzt hier meine Boards, muss da mal die Software, die ich bisher gebastelt hatte, darauf anpassen, dass die Pins wieder alle stimmen. Aber prinzipiell sieht das schon mal so aus, als ob sie das tun, was sie sollen.